Parler Back Girl. Was ist das? Nee, du? Ja, so. Okay, wir werden uns jetzt mit dem Suchen und Sortieren beschäftigen. Wir werden beginnen mit der sequentiellen Suche. Die sequentielle Suche ist eine sehr unperformante Art, in einer sortierten Liste ein Element zu finden. Nehmen wir mal an, wir suchen hier das Element unser Ass. So groß muss es auch nicht sein. Ja, also das Ass ist gesucht. Und ich möchte jetzt gerne mit der sequentiellen Suche nach diesem Ass suchen. Das heißt, bei der sequentiellen Suche fange ich bei der ersten Karte an. Ist es das Ass? Nein, ich gehe weiter. Ich gehe also diese Liste Karte für Karte, Element für Element durch und finde heraus, dass als allerletztes das Ass in der Liste enthalten ist. Falls das Element nicht enthalten ist, könnte ich vorher schon abbrechen, wenn ich rausfinde, ich komme jetzt auf ein Element, das ist größer als das Element, was ich suche. Aber im schlimmsten Fall habe ich hier einen Aufwand von O von N. Denn je mehr Karten ich habe, N ist die Anzahl der Karten, desto länger dauert es, bis ich zum Beispiel das Ass rausgefunden habe, wenn es eben zufällig das letzte in der Liste drin ist. Also O von N ist diese sequentielle Suche teuer vom Aufwand her und wir haben schon festgestellt, es gibt möglicherweise das Ganze auch etwas günstiger. Und das wird dann die binäre Suche genannt. In der binären Suche gehen wir wie folgt vor. Wir holen uns mal das mittlere Element raus. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Elemente. Das heißt, das achte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Das siebente ist das mittlere Element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn ich jetzt weiß, ich suche nach dem Ass, dann vergleiche ich die gesuchte Karte mit der Karte, auf der gerade der Zeiger steht. Und klar, das Ass ist größer als die 8, also kann ich alle Elemente, die kleiner sind als das mittlere Element und auch das mittlere Element selbst streichen. Denn dort wird das Ass sich nicht befinden. Denn ich bin ja in einer sortierten Liste, wo die Karten nach der Größe sortiert sind. So, von der Liste, die da jetzt übrig bleibt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten, habe ich auch wieder ein mittleres Element. Wenn es kein wirkliches mittleres Element gibt, dann nehme ich quasi immer das, was rechts von der eigentlichen Mitte sich befindet, das ist das Q, die Dame jetzt.
Die Dame ist auch nicht das gesuchte Element, das heißt, ich werde wieder die Liste aufteilen können. Und da das Ass größer ist als die Dame, kann ich auch wieder die Elemente, die links davon stehen, und auch die Dame selbst auskicken. Jetzt habe ich wieder eine Liste mit zwei Elementen davon. Das mittlere rechts ist das Ass. Und das ist das Element, was ich suche, und damit bin ich fertig. Und ich habe ja zuallererst mal die 8 mir anschauen müssen, dann die Dame und zum Schluss habe ich das Ass gefunden. Das heißt, ich habe dreimal in diese Liste reinschauen müssen. Und bei n Elementen habe ich nach dem ersten Vergleich herausgefunden, welche der Listen entweder links oder rechts ich wegschmeißen kann. Das heißt, ich komme von n Elementen auf n halbe. Ja, dann hatte ich quasi bloß noch die Elemente, die größer waren als die 8. Und danach habe ich mir auch wieder überlegt, okay, wenn ich hier das Ass suche und das mittlere Element war die Dame, dann schmeiße ich auch wieder die Hälfte dieser Elemente weg. Das heißt, ich bin dann auf n Viertel gekommen. Und dann hatte ich im Grunde das Element gefunden, nach dem ich suche. Und die Frage ist jetzt, wie oft kann ich eine Menge von n Elementen halbieren, bis ich nur noch eines übrig habe? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Elemente. Wie oft kann ich diese Liste in Teillisten zerlegen? Immer gemessen an dem mittleren Element, bis ich bloß noch ein Element habe. Beim ersten Zerlegen habe ich bloß noch n halbe. Beim zweiten Zerlegen, wo ich auch wieder sage, ich zerlege die mittleren Elemente, habe ich bloß noch n Viertel. Wenn ich dann wieder zerlege, habe ich bloß noch n Achtel. Und wenn meine Elemente die Anzahl von 16 haben, dann habe ich sozusagen, wenn ich n Achtel habe, das heißt 2, wenn ich bloß noch 2 drin habe, dann muss ich bloß noch einmal gucken und ich finde heraus, ob das Element, was ich suche, in der Liste drin ist oder nicht. Also wie oft kann ich eine Menge von n Elementen in exakt 2 Listen zerlegen, bis ich bloß noch ein Element drin habe? Ist die Frage. Und wenn ich mir das mal überlege, dann finde ich heraus, dass ich den Exponenten suche von 2 hoch e ist gleich n. Also das e steht nicht für die Eulersche Zahl, das steht für irgendeine Zahl. Also 2 hoch was muss ich rechnen, damit ich auf n Elemente komme, ne? Weil ich jedes Mal durch 2 teile und dann suche ich mir eben mal raus, wie kriege ich denn n raus, wenn ich 2 hoch diese Zahl rechne als Exponent. Und wir kennen aus der Mathematik die Umkehroperation e ist gleich der Logarithmus duales von n. Ja, und zum Beispiel der Logarithmus duales, es wird auch LD abgekürzt, von 16 ist 4. Also ich weiß, dass ich nach spätestens 4-maligen Zerlegen einer Liste, die 16 Elemente hat, bloß noch ein Element drin habe. Denn 16 durch 2 ergibt 8. 8 durch 2
ergibt 4. 4 durch 2 ergibt 2. Und 2 durch 2 ergibt 1. Also nach 1, 2, 3, 4-maligem Teilen der Liste in gleich große Unterlisten, wovon ich die eine Hälfte wegschmeiße, komme ich dann auf das gesuchte Element. Und das bringt uns dann dazu, behaupten zu können, dass also die binäre Suche einen Aufwand hat von log 2 von n. Und das ist kleiner als o von n bei der sequentiellen Suche. Und damit wissen wir, dass wenn wir also die Aufgabe haben, aus einer geordneten Liste ein Element zu finden, dass wir dann die binäre Suche vorziehen sollten vor dem Algorithmus der sequentiellen Suche, weil log 2n ist immer kleiner als log n. Also für den Beispiel 16 habe ich log 2n mit 4, was kleiner ist als 16. Ne? Also ich habe statt 16 Aufrufe im schlimmsten Fall, nur 4 Aufrufe im schlimmsten Fall. Und das ist ziemlich performant. Ne? Also du hast statt 16 4 Aufrufe, das klingt schon ziemlich gut. Wenn wir größere n haben, dann wird es noch klarer, wo der Vorteil ist. Wenn n 1024 ist, dann ist log 2 von n gleich 10. Ja, denn 2 hoch 10 ist gleich 1024. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, du hast 1024 Elemente in einer Liste, die geordnet ist. Und du brauchst im schlimmsten Fall, also egal was passiert, nur 10 Mal in die Liste reinschauen, statt 1024 Mal. Das ist schon ein Riesenunterschied, oder? Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wir haben heutzutage terabyteweise von Daten, und dann wird dieser Unterschied also noch größer sein, wenn ich den logarithmischen Aufwand habe, statt den linearen, sequentiellen Aufwand. Also, wir versuchen, die binäre Suche immer der sequentiellen vorzuziehen, weil sie einfach super performant ist im Vergleich zur sequentiellen Suche. Für euch nachvollziehbar? Ist es für euch auch nachvollziehbar, warum wir als Aufwand log 2n haben bei der binären Suche? Ist das klar? Dieser Vorteil, dass ich Elemente mit log 2n finden kann, im schlimmsten Fall, also es kann auch viel besser sein, aber im schlimmsten Fall mit log 2n, der ist so groß, dass wann immer man Anwendungen hat, wo sehr schnell Elemente gefunden werden müssen, man dafür sorgt, dass die in einer sortierten Reihenfolge sind. Denn wir wissen ja, wenn Elemente in einer sortierten Reihenfolge sind, dann können wir die binäre Suche verwenden und dann haben wir log 2n als schlechtesten Aufwand, um das Element zu finden. Und damit kommen wir zu dem nächsten Teilbereich und das sind die Sortieralgorithmen. Die Sortieralgorithmen brauchen wir, um geordnete Listen zu erstellen.
Denn wenn wir geordnete Listen haben, dann wissen wir jetzt, mit Log 2n können wir im schlimmsten Fall jedes Element finden. Und bei 1024 Elementen heißt das, nach maximal 10 raussuchen, sind wir fertig. Das ist sehr performant. Und wir werden uns hier mal 4 Sortieralgorithmen anschauen. Das erste ist Insert and Sort. Das zweite ist Bubble Sort. Dann werden wir uns mit Merge Sort beschäftigen. Und ganz zum Schluss mit Quick Sort. So, was ich gerne mit euch dann anschauen möchte, ist natürlich, wie funktionieren diese Algorithmen? Und wie ist denn deren Aufwand? Das werden wir zum Schluss hier noch in diese Liste eintragen. Wir haben diese Algorithmen jetzt vor uns, weil wir verstehen lernen sollen, wie man eine unsortierte Liste in eine sortierte Liste überführen kann. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir jederzeit einen Algorithmus implementieren oder auch ihn sehr clever auswählen, der uns sortierte Elemente erzeugt, denn wenn sie sortiert sind, können wir sehr schnell in dieser Liste suchen. Insertion und Bubble Sort werden wir mal zum Angewöhnen uns angucken. Die sind also relativ einfach zu erklären. Ich hoffe, es gelingt mir auch, euch das zu erklären. Merge und Quick Sort werden wir uns anschauen, weil diese in Java also implementiert sind. In Java gibt es bereits Sortieralgorithmen, die wir dort dann auch verwenden können. Die ersten beiden Algorithmen, die werden wir als iterative Algorithmen kennenlernen. Und die zweiten Algorithmen, vor allen Dingen Merge Sort, Quick Sort, weiß ich noch nicht, ob das rekursiv ist oder nicht, werde ich mir dann noch überlegen. Diese werden auf jeden Fall auch als rekursive Variante implementiert werden können. Okay, dann fangen wir mal an mit dem ersten Sortieralgorithmus namens Insertion Sort. Wir wählen uns mal eine Liste von Elementen, die sortiert werden sollen. Nehmen wir mal die 2, 4, 7, 10, oben. Dame, das Ass, eins brauchen wir noch, noch die 3.
das ist eine Liste. Ich werde sie mal der Reihe nach sortieren. Das sind also 8 Karten, die sind jetzt der Reihe nach sortiert. Findest du das besser? Ja, ehrlich gesagt schon. Wie sieht's aus? Ist das besser für euch? Wir könnten vielleicht dunkel, wenn ich wirklich eine Stelle schon Musik hochmachen oder so. Also es war ziemlich dunkel. Also wenn jetzt anders ist, ist es auch. Wir können ja vielleicht das vorne ausmachen, aber dafür die Seite. Wenn es geht. So ist okay? Besser als vorher. Okay. Also das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, ja? Eine sortierte Liste von Elementen. Und wir werden sie jetzt mal ein bisschen durchmischen. Jetzt habe ich sie durchmischt und wir werden sie mit Hilfe von Insert and Sort jetzt mal sortieren. Das Ziel ist also, eine sortierte Liste zu bekommen und Ausgangsbasis ist diese unsortierte Liste. Und der Insert and Sort, der funktioniert folgendermaßen. Er nimmt sich aus dieser Liste das erste Element raus, aus dieser unsortierten Liste. Also hier oben ist unsere unsortierte Liste. Er nimmt sich das erste Element raus und packt das in seine sortierte Liste rein. Hier unten wird gleich die sortierte Liste entstehen. So, in dem Fall, dass wir die sortierte Liste noch leer haben und das erste Element da reinkommt, ist nicht viel zu tun, außer es reinzupacken. So, jetzt kommt das zweite Element dazu. Das zweite Element wird jetzt in dieser unten sich befindlichen Liste daraufhin überprüft, wo es einsortiert wird. Also, wir gucken mal, ist die 3 kleiner als die 10? Das ist der Fall. Dann wird also die 3 schon mal vor die 10 einsortiert. Also beim Einfügen in die sortierte Liste findet die Sortierung statt. Wir fügen dann die 3 vor der 10 links ein, weil sie kleiner ist als die 10. Jetzt kommt die Dame dran. Auch hier fangen wir wieder an, mit dem ersten Element in der sortierten Liste zu prüfen, ob die Dame kleiner ist als dieses Element. Die Dame ist nicht kleiner als die 3. Also schauen wir es im Vergleich mit dem zweiten Element an. Die Dame ist nicht kleiner als die 10, also wandert sie an das Ende der Liste. Jetzt kommt die 7. Wir vergleichen die 7 mit der 3. Die 7 ist nicht kleiner. Wir vergleichen die 7 mit der 10 und wir sehen, die 7 ist kleiner als die 10. Und wir fügen jetzt die 7 vor der 10 ein. In die Liste. Ihr seht, wann immer wir fertig sind mit dem Einfügen, ist unsere untere Liste immer sortiert. Das ist einfach durch den Algorithmus vorgegeben.
wir fügen immer beim, also wir sortieren immer beim Einfügen von der unsortierten in die sortierte Liste. So, jetzt geht's weiter. Das Ass ist nicht kleiner als die 3, nicht kleiner als die 7, nicht kleiner als die 10, nicht kleiner als die Dame. Also ans Ende. Der Bube, nicht kleiner als 3, 7, 10, kleiner als die Dame, also wird es vor die Dame eingefügt. Die 2 ist kleiner als die 3, also wird sie ganz an den Anfang der Liste gepackt. Die 4 ist nicht kleiner als die 2, nicht kleiner als die 3, aber kleiner als die 7. Also wird sie dann vor die 7 gepackt. Und am Ende ist unsere Liste eine sortierte Liste, denn wir haben bei jedem Einfügen in die untere Liste geschaut, wo muss denn das Element rein. Okay, also Insertion Sort wird erzeugt oder ist ein Algorithmus, der eine neue Liste erschafft, in die die Elemente aus der unsortierten Liste nach und nach eingefügt und immer gleich an die richtige Stelle fallen gelassen werden. Für euch klar. So, dann geht's weiter mit unserem nächsten Algorithmus. Namens Bubble Sort. Beim Bubble Sort Algorithmus habe ich nicht die Notwendigkeit, eine neue Liste anlegen zu müssen. Ich kann quasi meine alte, meine unsortierte Liste verwenden. Und ich habe folgendes Vorgehen, um mal die unsortierte Liste zu vergleichen mit der sortierten, kopiere ich die hier nochmal. Und zwar ist das Prinzip wie folgt. Ich habe immer zwei Elemente, die ich vergleiche. Und ich habe jetzt mal diesen Rahmen drum gelegt, könnt ihr den sehen? Dieser Rahmen, der liegt also um den beiden Elementen, die verglichen wird, die verglichen werden. Und dieser Rahmen, der wird jetzt im Laufe der Zeit nach rechts laufen und er wird immer die größte Karte, die er findet, mit sich ziehen. Das sieht folgendermaßen aus. Zurzeit befinden sich in dem Rahmen die Karten 3 und 10. Die Karten, die sich in diesem Rahmen befinden, die werden verglichen. Und wir stellen fest, die 3 ist kleiner als die 10. Also ändern diese beiden ihre Plätze. Ja, diese beiden tauschen ihre Plätze. Denn die 3 ist kleiner als die 10.
So, jetzt wandert der Rahmen ein Feld weiter. Und wieder wird überprüft, muss denn ein Tausch vorgenommen werden. Die 10 ist kleiner als die Dame, deswegen wird kein Tausch vorgenommen. Der Rahmen kann also weiter wandern. Wir stellen fest, die 7 ist kleiner als die Dame, also müssen wir hier einen Tausch durchführen. Nach dem Tausch wandert der Rahmen weiter zur nächsten Karte. Und hier wird wieder geschaut, ist denn die Dame kleiner als das Ass? Das ist der Fall, also müssen wir nicht tauschen. Der Rahmen wandert weiter zur nächsten Karte. Hier finden wir das Ass und den Buben. Wir müssen also den Buben vor das Ass ziehen. Hier findet also ein Tausch statt. So, und jetzt beachtet mal bitte, was mit dem Ass passiert. Wir haben ja jetzt die größte Karte gefunden und wenn jetzt der Rahmen weiterzieht, dann wird wieder ein Tausch durchgeführt. Ups. Und der Rahmen zieht weiter. Und wieder wird ein Tausch durchgeführt. Das heißt, wenn der Rahmen einmal das größte Element zu fassen bekommen hat, dann zieht er das bis zur rechten Seite durch. Er schleift das quasi durch bis zur rechten Seite. Und jetzt sind wir an der rechten Seite angekommen. Und dadurch, dass der Rahmen, wenn er einmal das größte Element gefunden hat, dieses mitschleift zur rechten Seite, dadurch wissen wir dann, dass wir bloß noch n-1 Karten sortieren müssen, weil wir ja schon das größte Element immer bis zur rechten Seite durchgezogen haben. Für euch klar. Also wir müssen jetzt nicht mehr die Sortierung an dem größten Element, an dem Ass, uns anschauen, weil da wissen wir, okay, der ist auf jeden Fall schon das größte Element gefunden worden. Und jetzt geht es wieder von vorne los. Wir starten wieder auf der linken Seite und finden heraus, dass die 3 kleiner als die 10 ist. Perfekt. Wir müssen nichts tun. Hier sehen wir jetzt, die 10 muss getauscht werden mit der 7. Also führen wir den Tausch durch. Wir sehen beim nächsten, dass wir nicht tauschen müssen, also können wir weitergehen. Hier finden wir jetzt raus, wir müssen tauschen. Denn der Bube ist kleiner als die Dame. Auch hier sehen wir jetzt wieder, dass wir tauschen müssen. Achtung, die Dame ist jetzt das größte Element. Ne? Und das ziehen wir wieder durch. Wir ziehen das wieder einfach mit. Also dieser Rahmen, der sorgt dafür, dass es immer schön mitgezogen wird. Und als allerletztes, dadurch, dass auch die Dame größer als die 4 ist, werden wir die auch nochmal tauschen. So, wir sind wieder am Ende unserer jetzigen Liste angekommen.
Und wir haben festgestellt, wieder ist die größte Karte hier angekommen, an der rechten Seite. Also müssen wir bloß noch n-2 Elemente sortieren. Und auch dort fangen wir wieder an. 3 mit 7 vergleichen ist alles okay. 7 und 10 ist alles okay. 10 und Bube ist alles okay. Bube und 2 muss vertauscht werden. Bube und 4 muss vertauscht werden. Und wir sind wieder fertig. Und jetzt haben wir sozusagen den Buben als größtes Element immer mitgezogen. Und dadurch wird unsere Liste immer ein wenig kleiner. Bei jedem Schritt wird unsere Liste um ein Element kleiner. Und wir kommen auch jetzt ziemlich gut hier schon durch. Ne? 3 und 7 passt, 7 und 10 passt. 10 und 2 passt nicht. Also wir sehen, die 2, die macht uns ein bisschen Probleme. Die ist halt relativ hinten und muss eigentlich ganz an den Anfang. Ne? Die muss da jetzt durchwandern. Die 10 und die 4 werden wir auch wieder vertauschen müssen. Und wir sind wieder ein Element kleiner geworden. 3 und 7 passt, 7 und 2 muss vertauscht werden. Wir wandern weiter, 7 und 4 muss vertauscht werden. Und unser Element, das größte, nämlich die 7, die wird wieder rausfallen. Das heißt, wir haben bloß noch 3 Elemente drin. Die 3 und die 2 werden wir vertauschen. Die 3 und die 4 müssen wir nicht vertauschen. Übrig bleibt 2 und 3. Nur noch einmal wird es durchgeführt, es ist kein Vertausch nötig. Und damit habe ich jetzt eine Liste bekommen. Wenn wir uns das mal anschauen, wir ziehen jetzt quasi die Karten runter, die immer die größten waren. Und wir sehen 2, 3, 4, 7, 10, Bube, Dame, Ass ist sortiert. Ja? Also der Bubble Sort, der sortiert uns auch die Listen, indem er immer 2 vergleicht und dann das größte Element nach oben zieht, also zum rechten Rand hin. Und man kann sich das mal vorstellen. Das hier sind Luftblasen. Und wenn man in einem Wasserbecken Luftblasen hat, dann wird auch das größte, die größte Luftblase, die wird am schnellsten an die Oberfläche kommen, weil sie halt die meiste Luft drin hat. Luft ist leichter als Wasser. Deswegen nennt man das Bubble Sort, ja, weil halt die großen Elemente als schnellstes sozusagen an den rechten Rand nach oben bubbeln und aufsteigen. Und am Ende haben wir auch wieder
eine sortierte Liste. Okay. Insertion Sort, Bubble Sort vom Algorithmus. Ist es für euch nachvollziehbar? Könnt ihr damit umgehen?